Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen Orakel am 11. März 2020. Erste Frage ist, was denkt er? Und das schauen wir auch an. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Dazu kommt eine Tagesbotschaft. Die erste Frage ist, was denkt er? Das ist eine Reise. Entweder macht er eine Geschäftsreise oder plant einen Urlaub. Diese Karte bedeutet auch Auslandskontakte, entweder geschäftlichen Kontakte oder er sucht Kontakte zum Ausland. Eventuell bedeutet seine Herkunft und im Ausland ist seine Familie. Dieses Schiff symbolisiert aber auch die Hoffnung. Er hofft an etwas. Vielleicht ist es gerade diese Liebe. Hat seine Sehnsüchte, seine Wünsche und, wie ich schon sagte, seine Hoffnungen. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein und es ist im Einklang mit seinen Gefühlen. Dieser Mond symbolisiert sein Unbewussten, seinen Gefühlen, seine Träume, seine Sehnsüchte und Wünsche und das möchte er auch empfangen. Er hofft, dass das so kommt, wie er das vorstellt. Er spürt ganz intensiv seine Gefühle. Was vermittelt er? Das zeigt dieser Magier. Er glaubt daran. Er hat diese starke innere Kraft. Er ist überzeugt davon, dass sein Traum wahr wird. Und die Tagesbotschaft ist, dieses Mädchen zeigt den Neuanfang und sie hat ein Klee im Hand, einen glücklichen Neuanfang und das, woran er glaubt. Und das war mein drei Fragezeichen Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.